scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Und mir ist es eine große Freude, heute Abend meine Sprecherkollegin und Trainerkollegin Melanie Dorn auf die Bühne zu bitten. Sie ist die Spezialistin für Urkraft. Und durch ihre vielzähligen Ausbildung ist sie sowas ganz Besonderes, ja. Sie hat so ihre ganz eigene Ansicht auf die Welt und auf die Menschen. Ich durfte ihre Fähigkeiten schon kennenlernen. Ich war auch schon in Begleitung bei ihr und auch in ihrer Ausbildung. Denn es ist eine wunderbare Ergänzung. Und sie ist so ein besonders intuitiver Mensch, ja, und eine spirituelle Trainerin, und sie hat jetzt hier schon vielen Menschen mit ihren Fähigkeiten helfen können. Und heute zum Thema Beziehung, der gut funktionierende Beziehung führen zum dauerhaften Erfolg. Das ist ihr Thema. Gut funktionierende Beziehungen führen zum dauerhaften Erfolg. Und da hat sie ein paar Sätze dazu geschrieben. Ich gebe heute spannende Einblicke zum Thema Beziehungen. Stell dir vor, du würdest eine Lösung kennenlernen, die dir eine Einleitung gibt, um erfolgreiche Beziehungen zu führen. Auftretende Konflikte zielführend meistern. Für eine nachhaltige Verbindung mit wichtigen Menschen ist gerade heute sehr wichtig. Ich bin sehr dankbar, dass die Melanie in meinem Leben ist. Ja, ich sehe sie auch am Wochenende. Und jetzt ein Riesenapplaus für Melanie Dorn. Jawohl! Das Mikrofon gehört dir. Mikrofon gehört mir. Vielen lieben Dank, Martina, für deine tollen Worte. Und schön, dass ich heute hier bin und ja, einmal zu dem Thema Beziehung und Bedürfnisse sprechen darf. Und ja, wir alle kennen das bestimmt. Beziehungen, vielleicht schon einige gehabt, die einen haben mehr Beziehungen, die anderen haben weniger Beziehungen. Und Beziehung ist ja nicht immer nur auf partnerschaftlicher Ebene, sondern wir haben zu jedem Menschen eine Beziehung, auch zu uns selbst. Und jede Beziehung ist anders, jede Beziehung ist individuell. Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch ist individuell. Und wir haben auch unterschiedliche Bedürfnisse. Und oftmals durch die Unterschiedlichkeit, ja, weil wir nicht gleich sind, entstehen in Beziehungen oftmals Herausforderungen, Konflikte, Hürden, Challenges, die wir überwinden dürfen, um weiter wachsen zu können. Und wenn wir nicht wirklich verstehen, was steckt denn dahinter, hinter dieser Herausforderung, hinter dieser Challenge, warum ist das so? Dann ist es oftmals sehr, sehr stark so, dass wir das, wie wir davon ausgehen, auf den Gegenüber projizieren und anfangen, die Dinge in einer Beziehung so betrachten zu wollen, wie wir es sehen, aber nicht den anderen mit einbeziehen. Und ich habe mich viel mit dem Thema Beziehungen beschäftigt, von Anfang an, weil ich da immer schon so, ja, ich wollte mich immer mit Menschen verbinden. Und habe es oft erlebt, dass es zu Beziehungsabbrüchen gekommen ist, weil irgendwas passiert ist, Erwartungen, Sonstiges. Man hat was Falsches gesagt, man wusste vielleicht gar nicht, was habe ich denn da überhaupt gemacht. Und das hat mich dann an den Punkt gebracht, dass ich gesagt habe, ich möchte das ganze Feld ein bisschen tiefer erforschen. Also warum begegnen wir uns denn überhaupt? Und warum ist das bei jedem anders? Ja, ich habe viele Beziehungen gehabt, im partnerschaftlichen, beruflichen auch. Und manche Beziehungen waren länger, manche waren nur kurz, man hat mega viel daraus gelernt. Manche halten heute noch an. Und dabei ist mir während diesen Forschungen aufgefallen, dass, beziehungsweise mir ist ein Tool in die Hände gekommen, und zwar das Human Design. Und ich habe angefangen, die Beziehungen aus dieser Perspektive zu betrachten. Und habe auf einmal gesehen, ach ja, die ganzen Themen, die sich in der Beziehung auftun, lassen sich genau hier erklären, warum was so ist, wie es ist. Und ich konnte auf einmal in der Beziehung, wenn es zum Beispiel an einen Punkt gekommen ist, wo man eine Meinungsverschiedenheit hatte, konnte ich auf einmal erkennen, was denn dahinter steckt. Was liegt denn
als tieferes Geschenk letztendlich dahinter verborgen. Und durch das Durchgehen dieser Themen bin ich immer mehr natürlich an mich selbst geraten, ja, der Teil, wo ich vielleicht nicht hinschauen wollte, ja, der Teil, der sich dann vielleicht schon gezeigt hat in einem Konflikt mit meinen Eltern, mit meinem Bruder, mit anderen Beziehungen. Und das hat mir ermöglicht, Beziehungen so zu gestalten, dass sie letztendlich dahin hinauslaufen, wo eine Beziehung hinführen kann, und zwar zum wirklichen Erfolg, ja, wo man die Wünsche, die Träume, die Bedürfnisse, das letztendlich leben kann, was man sich wünscht, ohne in die Erwartungshaltung zu gehen, dass der andere das auch letztendlich tun muss. Und ich möchte da ganz ein praktisches Beispiel gerade geben, weil das gerade ein aktuelles Thema ist. Wir gehen immer mehr in die Ebene hinein, wo wir mehr auf der Gefühlsebene, wir kommen immer tiefer ins Fühlen, wir kommen immer tiefer in unseren Emotionen an. Und zum Beispiel gibt es in dem Tool Human Design einmal Menschen, die sind eine emotionale Autorität, das heißt, sie sind emotionsaussenden, Gefühl aussenden, und es gibt Menschen, die sind dort offen, das heißt, sie sind wahrnehmend. Sie sind ja nicht aktiv, sondern passiv. Und hier habe ich immer wieder erlebt, dass hier gerade die größten Konflikte entstehen, wenn zwei Menschen zusammenkommen, wo genau sich das zeigt. Einmal emotional aussenden und einmal emotional wahrnehmend. Weil es einfach ein ganz, ganz anderer Filter ist, durch den wir blicken. Viele kennen das vielleicht, die Sprache der Liebe. Ja, ist letztendlich ein Filter, ja, wie wir Liebe wahrnehmen. Und gerade jetzt, wo es immer mehr darum geht, in die Emotionen, in die Gefühlswelt einzutauchen, sich darauf einzulassen, ja, auch mal nicht immer nur ja, mit dem Partner verbunden sein, wenn alles gut läuft, wenn alles toll ist, wenn die Emotionen toll sind, sondern auch einfach mal in den tiefen Schatten zu graben. Und gerade diese zwei Gegensätze, ja, emotional aussendend, aber emotional wahrnehmen, können in der Verbindung, wenn sie es einfach verstehen, okay, ich bin gerade wahrnehmen in der Emotion. Es geht nicht darum, dass ich die Emotion jetzt selber auch ausdrücke, sondern ihr einfach Raum gebe, ihr Kraft gebe. Meinem Gegenüber, der jetzt aussendend ist, diesen Raum, diese Kraft lasse. Ja, welches Potenzial daraus entsteht. Und dann passiert es nicht, dass wir anfangen, die Dinge persönlich zu nehmen, dass wir anfangen, in diesen Konflikt zu gehen, in den Streit zu gehen, in die Trennung vielleicht zu gehen, sondern wir fangen an, eine emotionale Intelligenz aufzubauen, ja, und lassen uns wirklich auf das Gegenüber ein. Und so gibt es in diesem Tool Human Design ganz, ganz viele Verbindungen, wo wir sehen können, was macht uns anders, wo sind wir einzigartig und wo sind wir beide. Ja, wo verbinden wir uns? Wo kommen zwei Fähigkeiten zusammen? Und wie können wir tatsächlich in der Beziehung weiter wachsen, anstatt, ja, nur weil wir den anderen nicht verstehen, in den anderen Modus gehen, in die Flucht, in die Trennung, in das Wegsehen, in das Unterdrücken von Bedürfnissen und Gefühlen, sondern tatsächlich in eine kraftvolle Kommunikation, weil wir das wahrnehmen können und dem Ganzen auch Ausdruck dann verleihen können und das dann auch wirklich zum Erfolg wird, weil das ja in die Welt gebracht wird, wozu die zwei Menschen bestimmt sind. Wunderbar, ein Riesenapplaus, liebe Melanie. Melanie Dorn heute hier bei den Impulstagen X. Und was ich besonders schätze bei Melanie, ist nicht nur das Human Design. Sie hat so ein breit gefächertes Wissen, das geht über Human Design weit hinaus. Da kommt noch dein ganzes Wissen über Maya dazu, die Astrologie und was ist das dritte noch? Maya, Astrologie, Julia, die Jinkies, die Jinkies. Das hat mich auch absolut begeistert, als ich bei dir die Jinkies kennenlernen durfte. Und wer dazu mehr wissen will, verbindet euch bitte mit Melanie Dorn. Die Kontaktdaten stehen alle unter den YouTube-Videos.
Musik.